Die Streitmacht griff den Drachen mutig an, doch ihre scharfen Schwerter zerbrachen an seinem Panzer wie sprödes Glas. Die Leute fielen entweder unter den giftigen Dämpfen, die das Ungeheuer ausspie, oder wurden von seinen Zähnen und Klauen zerfetzt. Ach, gerade an der spannendsten Stelle. Ach, Jan, hast du mich aber erschreckt. Bist du immer noch bei deinen Drachen, Einhörnern und Ungeheuern? Was meinst du, wie spannend und aufregend Märchen sind? Na, und was meinst du, was ich inzwischen gesehen habe? Das war auch aufregend. Na, erzähl schon. Ich habe mir die Skelette der Saurier angesehen. Denn auch durch aufgefundene Knochen, die viele Jahrmillionen in der Erde lagen, ist die Fantasie der Menschen angeregt worden, sich solche Wesen wie in deinem Märchen vorzustellen. Also gab es sie doch. Na ja, in Märchenbüchern ist auch manches Erdachte dazu geschrieben worden. Aber im Museum für Naturkunde kann man sich die Tiere der Urzeit, das heißt die Knochengerüste... Skelette. Stimmt, genau, Skelette. Ich war dort und habe sie mir angesehen. Gleich, wenn man in die große Halle kommt, steht man vor einem riesigen Saurier. Hier kann man die verschiedensten Arten von Sauriern bewundern. Das zum Beispiel ist der Brachiosaurus. Der Brachiosaurus ist 23 Meter lang. Und 12 Meter hoch. Seine zu Stein gewordenen Knochen wurden zu Beginn unseres Jahrhunderts im Osten Afrikas entdeckt und ausgegraben. Wie winzig alle neben dem Riesensaurier sind. So, dann gehen wir ein bisschen hier rüber. Es ist das größte Saurierskelett, das in einem Museum gezeigt wird. Wer ist denn hier der kleinste von euch, hm? Ja. Aha, da. Na, pass mal auf. Hoppla, so. Jetzt habt ihr einen schönen Vergleich, wie riesig eigentlich diese Saurier gewesen sind. Der Kopf ist aber klein und einen langen Hals hat er. Damit konnte er bequem Blätter und Früchte von den Bäumen holen. Ihr seht mal, und so stellt sich der Zeichner das Aussehen der Brachiosaurier vor. Es herrschte damals ein warmes und feuchtes Klima. Und die Tiere fanden auf ihren Wanderungen immer neue Futterstellen. So, wir gehen wieder ein Stück weiter. Kommt mal bitte mit. Zu jener Zeit gab es viele Arten von Sauriern. Sie waren unterschiedlich in der Größe und im Aussehen. Manche waren klein wie die Eidechsen und andere waren Riesen von unvorstellbaren Ausmaßen. Hier sehen wir den Dicreosaurus auf Nahrungssuche. Sie lebten mit den Brachiosauriern zur gleichen Zeit und im gleichen Lebensraum. So, jetzt gehen wir wieder ein Stück weiter. Kommt bitte mit. Dieses Skelett eines Dicreosaurus ist 13 Meter lang und 3 Meter hoch. Übrigens legten die Saurier auch Eier, die von der Sonne ausgebrütet wurden. Oh, die langen Zähne. Das Gebiss. Wie eine Reuse. Damit konnte er sich auch Nahrung aus dem Wasser holen. Denn sie lebten ja überwiegend in Sümpfen und Morasten. Der Diplodocus lebte in den Sumpfgebieten Nordamerikas. Diese Art wurde vom Kopf bis zum Schwanz 25 bis 30 Meter lang. Kinder, man muss sich vorstellen, das waren die längsten Tiere, die jemals auf der Erde lebten. Seht mal, das ist ein Stachelschwanzsaurier. Mit den Knochenstacheln am Rücken und dem Schwanz konnte er sich verteidigen, wenn er angegriffen wurde. Hm,
So können also die Wissenschaftler aus den kleinsten Angaben und Funden eine Menge erkennen und erklären? Ja, Tini. Und sie versuchen, sich ein ungefähres Bild von dem wirklichen Aussehen dieser Tiere zu machen. Dass diese Tiere nur Pflanzen gefressen haben sollen, hätte ich nicht gedacht. Auch das ist von den Wissenschaftlern bewiesen worden. Das hast du aber wirklich spannend erzählt. So, wenn man sich in diese Zeit zurückversetzen würde, und diese Saurier wären lebendig. Du spinnst ganz schön, mein lieber Jan, hä? Wenn ich mir vorstelle, diese gewaltigen Tiere wären noch zu sehen. Und wir würden sie irgendwo treffen. Oh. Ein Weilchen weiter. Hier müsste es sein. Oder geht es da lang? Na, da liegt es ja. Ha! Staunen sollst du, mein lieber Jan. Hilfe! 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 Oh, wir sind ja zu Hause. Keine Saurier. Aber ich bin da und möchte jetzt mit dir auf Reisen gehen. Wohin denn? Wirst du schon sehen. Och, ich habe gerade so schön geträumt. Was ich dir zeigen werde, ist Wirklichkeit und da vergisst du alle Träume. Na, du erzählst wohl wieder Märchen. Würdest du nun bitte die Silberhummel klar machen? Och, na also gut, Tini, wenn du unbedingt willst. Na geh schon. Muss ich wirklich? Ich verspreche dir auch ein Erlebnis, an das du noch lange denken wirst. Oh, ich eile. Bin schneller als der Blitz. Hallo, Tom. Hier spricht Tini. Sag mal, du hast doch den Drachen im Märchen gespielt. Würdest du mir einen großen Gefallen tun? Und so in einer Stunde in Klein-Welker sein? Im Saurierpark. Ja, na du weißt doch, von dem du mir erzählt hast. Ich will nämlich den Jan ganz toll überraschen. Du kommst? Prima. Danke. Och, wo bleibst du denn? Ich komme. Und wo geht die Reise hin? Zuerst einmal der Nase nach. Ich werde dir den Weg schon zeigen. Na, da bin ich neugierig, wo wir landen. Wenn Jan und Tini reisen durch unser schönes Land, gibt's stets das zu entdecken, zu sehen, was unbekannt. Durch unsere schöne Heimat geht es so kreuz und quer. An einem Ort verweilen, ja, das fällt uns gar zu schwer. Wir suchen Abenteuer, wo wir auch hin und stehen. Was wir dabei entdecken, das könnt ihr mit uns sehen. Also, Tini. Wo geht es denn nun hin? Fahr nur noch ein Stückchen geradeaus. Die Stadt liegt aber schon hinter uns. Die Überraschung liegt aber noch vor uns.
kleinen Belka? Hier soll was Besonderes sein? Das wirst du bald merken. Ach, ein Parkplatz. Das ist doch nun wirklich nichts Besonderes. Nun komm schon. Moment noch. Nun mach doch schon. Hoffentlich klappt auch alles. Auf dem richtigen Weg sind wir jedenfalls. Dann komm schon. Rödle nicht. Komm schon, Jan. Trödle nicht. Och, deshalb die lange Fahrt. Komm, komm. Na ja, vielleicht finden wir wenigstens Pilze. Was denn? Was ist? Oh. Hilfe! Hilfe! Tini! Rette dich! Zur rechten Zeit. Ja, aber dass er so einen Schreck bekommt, hatte ich nicht gedacht. Ich werde ihn suchen. Nein, lieber nicht. Wenn er dich so sieht, kommt er heute nicht mehr zum Stehen. Hm? Ich gehe ihn suchen. Gut. Jan! Jan! Entschuldigen Sie, ist hier vielleicht Jan vorbeigekommen? Jan? Ja, Jan, komm schon. Aber Jan, warum bist du denn so schnell weggelaufen, hm? Naja, hast du nicht das Ungeheuer gesehen? Das war doch nur Tom vom Kindertheater. Dankeschön. Bitte. Dass mir das passieren musste. Du wolltest doch in eine andere Zeit versetzt werden. Nun hast du es. Hallo, Jan. Ich wusste gar nicht, dass du so schnell laufen kannst. Och, du hast mich ganz schön erschreckt. Einfach als Untier hier aufzutauchen. Das war gelungen, nicht? Mhm. Dabei habe ich noch nicht einmal die richtige Größe dieser Urtiere. Und mir wackeln noch richtig die Knie. Ich verspreche dir, wegzulaufen brauchst du nicht mehr. Aber staunen wirst du doch noch. Stimmt's, Tom? Mhm. Als Entschädigung mache ich mit euch eine Reise in die Urzeit und führe euch durch den Saurierpark. Schön. Ich war schon oft hier und kenne mich aus. Ja, du hast mir schon so viel davon erzählt. Hm? Herr Gruß hat sicher alle Hände voll zu tun und wird froh sein, wenn ich die Führung übernehme. Wer ist denn Herr Gruß? Das werdet ihr schon noch erfahren. Gut. Wollen wir? Ja. Da, schaut mal. Schön. Hm? Und dort. Mal hierher. Oh, ist der groß.
Du, Tom? Hm? Der sieht ja aus, als wenn er lebendig wäre. Ja. Hier sind die Saurier so dargestellt worden, wie sie sich in der Natur bewegt und verhalten haben könnten. Aha. Das ist der Triceratops, der Dreihornsaurier. Er lebte in Nordamerika und war ein Pflanzenfresser. Da braucht er bestimmt viele Pflanzen, um satt zu werden. Er erinnert mich an ein Nashorn, nicht wahr? Na klar. Aber Nashörner sind Säugetiere und Saurier haben Eier gelegt. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Seht mal dort. Was hat der denn vor? Das ist ein Raubsaurier, der gemeinsam mit seinem Artgenossen einen Pflanzenfresser angreift. Hallo, kommt mal her. Ich habe etwas entdeckt. Die Bauzeichnung von einem Saurier. Guck mal. Ja, für jeden Saurier gibt es hier so eine Bauzeichnung. Was auf dieser Zeichnung 5 cm groß ist, das ist in Wirklichkeit 10-mal so groß. Wenn dieser Saurier hier ca. 40 cm hoch ist, na, wer von euch kann am besten rechnen? Dann ist er in Wirklichkeit... Jan? Naja, 4 Meter. Richtig. Hallo, Tom. Was machen Sie denn hier? Tag, Herr Gruß. Guten Tag. Habe den beiden hier schon viel gezeigt, aber die wollen immer noch mehr sehen. Na, dann kommt doch hoch zu mir. Oh, gut. Prima. Komm, Steve. Los, so schnell. Mach schnell. Vorsicht davon. Vorsichtig. Lass mich doch mal durch. Na los, Tom. Wo bleibst du denn? Och, ist das hoch hier. Ja. Aber ja doch. Ich bin ja schon da. Da sind wir. Was soll denn das werden, Herr Gruß? Ich arbeite gerade an einem Entenschnabelsaurier. Mhm. Die sind doch innen ganz hohl. Ja, warum? Die baue ich deswegen hohl, damit sie nicht zu schwer werden. Aha. Diese beiden neugierigen Leute sind Jan und Tini vom Kinderfernsehen. Mhm. Und das ist Herr Gruß, der Baumeister und Zoodirektor, dem ihr dieses Erlebnis verdankt. Und jetzt könnt ihr ihn tüchtig ausfahren. Oh ja, gerne. Aber nicht zu lange, sonst schaffe ich meine Arbeit nicht. Und dann laufen Ihnen wohl die Saurier davon. Aber Tini! Herr Gruß, wie sind Sie denn darauf gekommen, gerade Saurier zu bauen? Ja. Naja, eigentlich bin ich von Beruf Dekorationsmaler. Ach so. Siehst du, deswegen kann er so gut zeichnen. Ja. Hm? In meiner Freizeit habe ich dann allerlei Spielereien für meine Kinder gebaut. Was denn? Ein Pinguin. Aha. Eine Windmühle und einen siebenköpfigen Drachen. Was? Oh. Einen siebenköpfigen Drachen? Lebt der noch? Aber ja, kommt und seht ihn euch an. Oh, gern. Gern. Wo steht er denn? Na los, komm. Schau mal, Tini, hier steht, füttern erlaubt. Dürfen wir, Herr Gruß? Sollen wir? Ja? Bitteschön. Probiert's und werft mal was rein. Das war ein kleiner Spaß für meine Kinder. Danach habe ich angefangen, mich mit Sauriern zu beschäftigen. Und die habe ich in natürlicher Größe gebaut. Dieser hat ja Flügel. Er gehört zur Gruppe der Flugsaurier. Ihre ausgebreiteten Flügel erreichten eine Weite von 12 Metern. Das entspricht der Spannweite eines Segelflugzeuges. Oh. Der Stachelschwanzsaurier im Museum. Hm. Die kommen auch aus einer Familie. Was mir so gefällt, ist, dass sie alle so aussehen, als würden sie leben. Herr Gruß steht mit vielen Wissenschaftlern in Verbindung und sucht überall in Zeitschriften und Büchern nach Vorlagen, um seine Saurier so naturgetreu wie möglich zu gestalten. Etwa
etwas Fantasie, muss er aber trotzdem immer dazugeben. Oh, seht mal. Mein Garten wurde schließlich zu klein und da hat die Gemeinde mir diesen schönen Park zur Verfügung gestellt. Schaut mal da, ein Diplodokus. Stimmt das? Mhm. Jan hat gut aufgepasst. Gut, Jan. Herr Gruß, wie wird denn eigentlich so ein großer Saurier gebaut? Wenn ihr wollt, könnt ihr mir dabei zusehen. Wollen wir? Na klar. Wie bei einem Haus wird erst das Fundament gebaut, damit er sicher stehen kann. Dann wird die Form grob aus Stahldraht gebogen. Der Stahldraht wird miteinander verbunden und verschweißt. Anschließend wird das Stahlskelett mit feinem Maschendraht belegt. Und zuletzt wird Beton aufgetragen und die Oberfläche modelliert. Man kann sich schon richtig vorstellen, wie der Saurier einmal aussehen wird. Herr Gruß, bauen Sie uns auch einmal ein Nest mit Sauriereiern? Aber Tini... Hm? Tja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ihr könnt mir dabei helfen. Ja, na klar. Das tun wir gerne. Das machen wir sehr gerne. Sagt mal, ihr beiden, wollt ihr vielleicht mal einen Saurier von innen sehen? Ja! Tom wird euch führen. Oh, schön. Ich habe hier noch zu arbeiten. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und jetzt verschwindet. Hinein in den Bauch des Urtieres. Los, kommt hin. Oh, nur keine schon. Angst. Oh, jetzt wird mir aber doch ein bisschen gruselig. Es wird uns schon nicht verschlucken. Mach mal auf, Jan. Keine Angst, ich bin doch bei dir. Du sei ganz still. Da steht Tom. Hallo, Tom. Hallo, Tom. Tschüss, wir bleiben noch ein Weilchen hier. In der Urwelt. Tschüss. Tschüss! Mach's gut, Tom!